Amerikaner sind wie Pfirsiche. Orientalen sind wie Granatäpfel. Deutschlandtrainerin Katrin Graz erklärt nationale Eigenheiten gerne mit Obst. Und Überraschung, wir selbst sind ziemlich exotisch. Deutsche sind wie Kokosnüsse. Warum gerade die Kokosnuss typisch deutsch ist und weshalb es im Geschäfts- und Arbeitsleben so wichtig ist, zu verstehen, wie wir und andere Nationen ticken, das erleben Sie in diesem Film. Um andere zu verstehen, müssen wir uns selbst unter die Lupe nehmen. Warum sind wir, wie wir sind? Was ist typisch deutsch? Wo unterscheiden wir uns von den Fremden? Und sind am Ende vielleicht sogar wir die Exoten? Um diese Fragen zu beantworten, begleiten wir in diesem Film diese beiden Spezialisten. Die Deutschlandtrainerin und interkulturelle Beraterin Katrin Graz. Fremde verstehen und fremde Perspektiven einnehmen ist für mich eine berufliche Passion. Und ihr Geschäftspartner, der Ägypter, der sich über die sachlichen Deutschen wundert, Nazar El Bardanoy. Als ich neu in Deutschland war, war ich in die evangelische Kirche mit meiner Frau. Und da hat der Pfarrer so geredet die ganze Zeit, gepredigt, eine Stunde lang. Und ich habe nicht verstanden, ich musste meine Frau fragen, ob er von der Hölle oder vom Paradies. Weil es sind alle der gleiche Ton. So die. Bei uns in der Heimat. Paradies und die Hölle. Es folgt unsere letzte interkulturelle Lektion. Es geht ums Ekeln, ist aber eher zum Schmunzeln. Chinesen spucken öffentlich. Wir schneuzen. Uns stört das Spucken, die Chinesen lautes Schneuzen. Wandert das Taschentuch anschließend in die Hose, ist der Ekelfaktor am höchsten. Vergleichbar mit Spucke direkt vor unseren Füßen.